Sascha Huber hat heute nämlich ein Video hochgeladen. Ich sehe das erste Mal alle Farben. Das Ding ist, ich kenne Sascha Huber als Fitness-YouTuber. Ich weiß, der macht auch so Reactions, aber so ein Video hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Er hat hier anscheinend auch so eine Chroma-Glasses geholt und hat anscheinend dasselbe Problem wie ich. Ihr wisst aus tausenden von meinen Videos, ich habe ganze Videos schon zu dem Thema gemacht, dass ich eine Protanopie habe, also ich bin farbenblind. Es gibt solche Brillen. Meines Wissens nach funktionieren die aber nicht wirklich gut. Du siehst, wenn du durch diese Brille siehst als Farbenblinder, nicht plötzlich die Welt, wie sie alle anderen sehen, sondern du siehst die Farbe, bei der du Schwierigkeiten hast, nur etwas besser abgestuft. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Sascha Huber dazu sagt. Und wenn mich das jetzt überzeugt, dann bestelle ich die gleich auch und teste das selbst aus in einem Video. Jo, Freunde, wie geht's euch? Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Ja, liebe Freunde der schlechten Unterhaltung, es ist mal wieder höchste Zeit für eine neue Eskalation, beziehungsweise für ein neues Video. Und zwar heute gibt's was ganz Privates für euch. Ach ja, was soll ich sagen? Also heute klatsche ich euch ein seltenes Privates Video mal raus, das möglicherweise richtig emotional werden könnte. Wobei, vielleicht wird es ja auch überhaupt nicht emotional. Also, was ist da los? Ja, also Freunde, dafür müsst ihr erstmal wissen, dass seit meiner Geburt an eine Farbsehschwäche bei mir vorliegt. Ja. Same for me, das wird übers X-Chromosom weitergegeben. Deswegen ist 10% der männlichen Bevölkerung betroffen und nur 0,5% der weiblichen Bevölkerung. Wenn ihr irgendwas an Infos dazu wollt, ich habe dazu eine Facharbeit geschrieben und so weiter und so weiter. Ich habe mich mein Leben lang auseinandergesetzt mit dem Thema. Wenn ihr irgendwelche Infos dazu haben wollt, gebt einfach ein Matthias Berger farbenblind. Ich habe dann einen ganz ausführlichen Talk zugemacht und euch das wissenschaftlich erklärt, was ist das, wie funktioniert das, warum, bliblablub. Ja, also das Ganze ist genetisch bedingt, also diese Rot-Grün-Schwäche hat auch mein Papa und sogar meine Schwester. Wie man sich das Ganze jetzt vorstellen kann, ist natürlich hier schwierig zu veranschaulichen, aber zum Beispiel bei diesen Farbenblindheit-Tests, wie auch immer, also hier haben wir zum Beispiel hier so ein Farbenblindheit-Test und wenn ich ja jetzt mal den Test... Die Schara Farbtafel. ...Test starte, sehe ich hier eine 9. Ich auch. Ja, ganz klar. Klar. Und hier, da sehe ich eine 8. Hier sehe ich schon mal genau nichts mehr. Doch, da habe ich eine 8 gesehen. Also nix. Okay, dann hat er Deuteranopie und ich habe Protanopie. Den einfach. Jetzt sehe ich nichts. Auch nichts. Auch hier absolut nichts. Da ist eine 2. Da habe ich irgendwie, ja, bin ich mir nicht sicher, könnte eine 7 sein, eine 3 sein oder... Ich als Protanop-Farbenblinder sehe da eine 2. Eine 2 sein, keine Ahnung, nicht sicher. Auf da sehe ich nichts. Auf alle Fälle, ich weiß nicht, wie geht's euch da? Macht jetzt mal mit, also seht ihr da was? Ich sehe absolut nichts, nichts. Boah, hier ist komplett gar nichts. Das ist kein Scheiß, auch da sehe ich absolut nichts. Auch nichts. Also ich mache jetzt ein bisschen schneller, damit wir da ein bisschen schneller durchkommen, aber... Nichts. Nichts. Hier sehe ich eine 2. Okay, er hat auf jeden Fall eine andere Farbenblindheit als ich. Er hat, glaube ich, Deuteranopie. Ich sehe da gar nichts, Digga. Ey... Könnte eine 2 sein, könnte aber auch falsch sein. Da sehe ich, glaube ich, eine 2. Ich bin nicht sicher. Hier sehe ich da was. Ich glaube auch nochmal eine 2. Lach mich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, eine 5. Ich aus, falls es überhaupt ein kompletter Fail ist. Aber ich gebe mein Bestes, Freunde. Das ist eine 6. 5 habe ich gesehen. 6, glaube ich. Hier sehe ich gar nichts. Wieder eine 6. Hier sehe ich auch nichts. Sehe ich aber nur sehr schwer. 4 geht schon besser. Das ist eine 7. Da sehe ich wieder absolut nichts. Schon. Krass, ey, wie unterschiedlich das bei uns ist. Also, er hat echt eine andere Farbenblindheit als ich. Das ist so verwirrend. Kostenlos, nichts da. Nicht mehr liegen. Da sehe ich nichts. Irgendwie eine Orientierung. Hier eine 7, glaube ich. Auch nichts. Hier, ja, wieder komplett gar nichts mehr da. 3. Ja, und eine... Auch nichts. 1. Ja, ich glaube, es ist eine 1. Da sehe ich eine 7. Also, ihr seht schon, Freunde, da wieder nichts. Nichts. Absolut nichts. Also, ihr seht schon, welche Richtung... Ich glaube eine 2. Es geht und so kann man sich das vorstellen. Also ihr müsst euch denken, ich sehe auch hier, hier sehe ich eine 2, sehr gut. Aber jetzt bei den anderen Bildern, wo ich nichts gesehen habe, wie da, sehe ich absolut nichts. Ich sehe da eine 8. Mehr. Da sehe ich schon, dass dieser Punkt dunkler ist als der Punkt und so weiter. Also ich sehe schon verschiedene Punkte, aber halt nicht intensiv genug, sodass irgendwie eine Zahl rauskommt oder wie auch immer. Auf alle Fälle sieht es für mich halt, ja, einfach nicht so unterschiedlich aus. Ansonsten würde ich ja da auch was sehen können. Genau, also nichts. Und zu guter Letzt haben wir hier wieder... Eine 1. Ja, bin mir nicht sicher, könnte alles sein. Eher nix. Na, machen wir nicht sicher. Und ja, wenn man jetzt geht hier auf zeigen Sie mir nur die Ergebnisse. Genau, Deutan, dachte ich mir nämlich. Er hat Deuteranopie und ich habe Protanopie. Und es gibt auch noch einen dritten Typen, da weiß ich den Namen gerade nicht mehr genau. Ich glaube Triptanopie. Das ist also Blaublindheit. Denn wir haben drei verschiedene Farbzapfen auf unserer Netzhaut. Wir haben rote, grüne und blaue Farbzapfen, die verschiedene Wellenlängen des Lichtes absorbieren und verschiedene Reize an unser Gehirn schicken. Und bei der Protanopie, die ich habe, sind die roten Farbzapfen.
Farbzapfen kaputt, defekt. Und in Saschas Fall sind seine grünen Farbzapfen defekt. Und deswegen sieht er die Welt anders, als ich sie sehe. Ich sehe zum Beispiel bei diesen beiden Spektren einen Unterschied. Wäre da Protan Vision, dann würde für mich, also Sascha, kurz, dass ihr das versteht, vor allem diejenigen von euch, die alle Farben sehen, ihr seht hier ja jetzt einen Unterschied, den sehe ich in dem Fall auch. Sascha sieht hier zweimal das gleiche Spektrum. Ja, also für Sascha sieht das genauso aus wie das hier. So nimmt Sascha Farben wahr und jeder andere, der Deuteranopie hat. Kommt immer wieder das gleiche raus und zwar ein Typ Deutan, Schwere gemäßigt, manchmal kommt auch stark raus, je nachdem und ja, versteht mich jetzt nicht falsch, vorhin diese Farbschwäche beeinträchtigt mich ja eigentlich nicht. Same for me. Ich fühle mich jetzt auch nicht behindert, außer beispielsweise vorgestern im Livestream habe ich eine Rätselbox aufgemacht, die mir aus der Community zugeschickt wurde und Rätsel Nummer 1 war ein Farbrätsel. Ich musste irgendwelche Farbcodes lösen, konnte ich nicht, ich bin verzweifelt und ich war stinksauer, dass jemand aus meiner Community, der es ganz genau weiß über mich, eine Rätselbox macht und Rätsel Nummer 1 ist einfach ein Farbrätsel. Aber das war richtig, richtig, richtig nervig. Da habe ich mich richtig so gefühlt, wie sich Menschen, die richtige, offizielle, amtliche Behinderung haben, wahrscheinlich jeden Tag fühlen. Und da habe ich echt so im Nachhinein auch echt realisiert, krass, ich habe voll Glück gehabt, dass ich nur diese, ist ja keine Erkrankung in dem Sinn, dass ich nur diesen Gendefekt habe und nicht irgendeinen anderen. Ey, man muss so dankbar sein für alles im Leben. Es gibt echt Menschen, die haben diese Gefühle, die ich an dem Abend hatte, die haben diese Gefühle einfach jeden Tag. Ja, ich kenne es ja nicht anders. Also ich war jetzt nicht depressiv oder so, überhaupt nicht, sondern ich kenne es einfach nicht anders. Farben sind für mich so die Farben, wie sie halt sind. Aber nicht so, wie sie sein sollten. Ich war damals auch mal interessiert, zur Polizei zu gehen, beziehungsweise Fluglotse zu werden, und aber bei beiden ging das dann eben nicht durch meine Farbschwäche. Ja, war jetzt mittelmäßig schlimm, weil ich war noch nicht fest davon überzeugt, aber ich habe es mir halt nur mal durchgedacht. Aber mit der Rot-Grün-Schwäche ging das. Aber also dieses berufliche Problem kenne ich in dem Fall genauso. Ich habe ja Lebensmittelchemie studiert und da habe ich vor allem, was in bestimmten Fällen bei Säure-Basen-Titration der Fall war, wenn ein Indikator umschlägt und du weißt, okay, da war gerade der Punkt, den ich messen möchte, da habe ich teilweise diesen Farbumschlag nicht gesehen. Vor allem bei Phenolphthalein, da hatte ich sehr große Schwierigkeiten. Das wird dann farbloser oder blassrosa und Digi, ich kein Plan, Bruder. Das Ganze halt nicht. Aber ansonsten, die Ampeln kenne ich schon auseinander, weil es halt sehr intensive Farben. Genau, same for me. Oben ist rot, Mitte ist gelb, unten ist grün, das weiß ich. Kurz nochmal zurück. Ich hätte den Beruf Lebensmittelchemiker ausüben können. Das wäre kein Problem gewesen. Ich habe nicht deswegen einen anderen Beruf gewählt, sondern einfach, weil ich nicht Feuer und Flamme war dafür und ich da nicht so Bock drauf hatte. Aber es wäre in solchen Fällen halt immer so gewesen, dass ich immer wen dabei gebraucht hätte, der mir genau sagt, da war gerade ein Farbumschlag, wie auch immer. Also so war es dann auch in meinem Studium. Ich brauchte immer wen neben mir. Ich musste mir die Leute immer ranholen. Ey, kannst du mal kurz gucken? Ich bin so schnell im Titrieren, Bruder. Gib mir eben 2 Minuten. Kannst du eben kurz 2 Minuten mit drauf gucken, weil sonst falle ich durch. Dass ihr glaubt, dass ich jetzt immer bei Rot richtig Gas gebe. Außerdem weiß ich, dass Rot oben ist. Ja, genau. By the way, ich weiß nicht, da könnt ihr mir jetzt ja mal schreiben, Leute, die Farben sehen. Kennt ihr die Situation, diejenigen von euch, die einen Führerschein haben? Ihr steht sehr nah an der Ampel, ganz vorne, erste Position. Und die Sonne knallt voll auf die Ampel und in dem Winkel seht ihr die Farben nicht. Und ihr wisst nicht, ist die jetzt gerade auf grün umgesprungen oder nicht. Habt ihr das auch oder habe ich das wegen der Farbenblindheit? 2 Leute haben jetzt ja geschrieben. Okay, 3, 4, 5. Okay, alles klar. Dann liegt es in dem Fall nicht an der Farbenblindheit, sondern dann ist es der Winkel. Dann weiß ich das. Cool. Dann weiß ich das endlich mal. Das ist voll nice. Hat nur 28 Jahre gedauert. Ja, auf alle Fälle, das passiert nicht. Nur wenn ich jetzt was zeichnen muss oder irgendwelche Farbtöne unterscheiden muss, das geht halt einfach nicht. Ja, und jetzt hier spannend, Freunde, denn ich bin letztens hier auf YouTube auf so Videos gestoßen, wo eben Menschen... Die sind zu 99% fake, vor allem das von Logan Paul, das war richtig cringe. ...eine Farbbrille aufsetzen und plötzlich das erste Mal in ihrem Leben Farben sehen. Da waren Kinder mit dabei, alte Omas, alte Opas mit am Start und die reagieren extrem emotional, also die fangen zu weinen an und was weiß ich alles. Und ja, da habe ich mir gedacht, holy shit, das könnte ja bei mir auch funktionieren. Ja, und dann habe ich mir einfach mal so eine Brille geholt. Also ganz wichtig, das ist keine Kooperation, Freunde. Alles selber bezahlt. Übrigens, da war der Zoll 100 Euro oder so, weil die Brille eben von Amerika kommt. Und ich habe die Brille eben noch nicht ausgepackt. Ich wollte euch eben da auf diese private Reise mitnehmen und dachte mir, ja, wenn es auch ein sehr emotionaler Moment wird, ist irgendwie cool, dann nicht eben den Moment für mich selbst festzuhalten, sondern vielleicht auch mit euch zu teilen. Ja, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen für euch, wie das Ganze dann eben so auf mich wirkt. Was ich aber noch ganz klar betonen muss, Freunde, ich weiß nicht, ob die Brille bei mir funktioniert. Ja, also ich habe danach gelesen, bei manchen funktioniert sie richtig krass, bei manchen überhaupt nicht, wie auch immer. Lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. Ja, so, jetzt aber genug gelabert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ja, raus mit uns. Los geht's. Ah, genau. Und Freunde, noch eine wichtige Sache und zwar wollte ich euch noch gerne wissen lassen, es gibt jetzt Code Sascha 10 regelt. Da gibt es viele Gratisprodukte. Also wenn ihr was braucht bei Prozis, ja, dann checkt jetzt gerne die Kampagne aus. Es gibt viele Gratisprodukte eben. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt.
Zeitpunkt, um sich wieder mit Supplements einzudecken, mit nicht nur mit irgendwelchen, sondern eben mit Supplements von... Aber Sascha, kannst du diesen Werbung-Banner, kannst du den noch kleiner machen? Weil auf meinem 32-Zoll-Monitor sehe ich den noch so ganz bisschen. Ich finde, der ist so ein bisschen zu groß noch. Bester Qualität, ihr wisst Bescheid. Also, schaut bei Europas Marktführer Process vorbei, Freunde. Nicht nur Supplements, sondern eben auch viele gesunde... Digga, 2/3 meiner Community gucken meine Videos auf dem Handy. Stellt euch vor, ihr seht das auf dem Handy. Lebensmittel, ihr müsst die testen, Freunde. Es gibt da so viele verschiedene Sachen, vor allem auch die Peanut Butter mit Cinnamon-Geschmack, also mit Zimt-Geschmack. Sehr, sehr empfehlenswert. Gerne vorbeischauen. 25.000 Fitnessprodukte warten auf euch. Ja, die eben den Fitness-Lifestyle extrem erleichtern. Freunde, Sascha 10 regelt in diesem Sinne. Kuss, Kuss. Also, jetzt auf geht's. Viel Spaß. So, Freunde, jetzt geht's also los. Ich bin richtig nervös. Mal schauen. Steht der auf dem Skateboard? Ja, ob die Brille funktioniert. Also, wir jetzt ist sie natürlich noch nicht ausgepackt. Suchen wir uns auch einen entspannten Spot und dann auf geht's. Fett. Fett. Komm mal vorne, Fell. Ja, kurz erwischt. Oh! Ah ja, was ist das denn? Das ist aber nicht so ein normales Longboard, oder? Guck mal, was hat das denn für Räder? Ist ja ultra nice. Ach, Freunde, die Spannung steigt. Check mal den View hier aus. Spektakulär. Also, wenn man ein elektrisches, okay. Die Brille mal aufsetzen kann, dann am besten hier. Es ist ja, ja. Actually ist das sehr smart und ich glaube, ich würde auch so einen Spot wählen, um so eine Brille zu testen, weil wenn du einen Blick auf die Natur hast, da siehst du halt so die volle Farbenpracht. Du hast hier kurzwellige Farben, Blautöne, du hast mittelwellige, du hast grün, du hast safe auch hier Rottöne, irgendwie die Dächer oder sowas, Brauntöne und so. Du hast eigentlich einmal alles in der Natur, ne? Ist schon sehr smart. Und genau, Belly, mir ein paar Buntstifte mitnehmen. Vor allem den hellgrünen und den gelben Stift und den blauen und den lilanen Stift, ob ich die endlich mal auseinanderhalten könnte. 360 Grad, einfach ein Träumchen. Okay. So, dann ziehen wir schnell einen Pump. Immer vorher den Pump holen. Oh, ich wollte so eine Brille testen, um zu gucken, ob ich gleich vielleicht heule und emotional bin, weil ich endlich die Farben der Welt korrekt sehe und diese farbenfrohe Welt endlich sehen kann. Warte, erstmal kurz auf. sympathisch. Pump abholen, bevor es losgeht. Jetzt schauen wir da. Schau, immer an den Mann. Gut, also, schauen wir rein, Freunde. Oh, nichts drin. Schaut gut aus. Da ist nur was. Genau, ein Chroma. Bei denen würde ich das auch bestellen. No Placement. Luftballons. Luftballons. Jawohl. Soll ich mal aufblasen? Ja. Was? Bitte. Ach, Freunde, ich bin so nervös. Scheiße. Stellt euch mal vor, jetzt ist plötzlich einfach mal die Welt komplett anders. Plötzlich sieht alles anders aus. Sogar deine Augenfarbe oder so, oder deine Haare. Findest du mich vor mir schick? Ja, plötzlich finde ich dich schick. Findest du mich vor mir schön? Plötzlich finde ich dich schick. Schauen wir mal rein. Okay, so schaut die Brühe aus. Ja, ich muss sagen, vom Style her... Schick? Ja, wollte ich jetzt nicht so sagen, aber gut. Na, ist echt nicht so mein Fall. Aber ist jetzt egal. Darum geht es ja nicht, sondern... Na, schick auch nicht, aber... Na, schick nicht. Spätestens jetzt ist offensichtlich, glaube ich, dass kein Werbevideo ist. Na, also... Ich will aufsitzen. Ich muss aufsitzen. Müssen wir improvisieren, weil jetzt bläst du sonst die Luftballons davon. Also einfach mal hier in die Hecke reingesteckt und los geht's. Pass auf, dass die platzen. Scheiße! Scheiße, Mann! Mann, was macht er das denn jetzt so spannend? Zeig die Reaktion! Warte, ich muss öffnen. Ja, Schatz. Fuck. Ja, perfekt. Okay. Alter, jetzt bin ich richtig gespannt. Und? Sag was. Sag was, Schatz. Das kannst du nicht vorstellen. Hä? Das kannst du nicht vorstellen. Geht's? What the fuck? Ja. Protan, gut, da weiß ich das. Dann nehmen wir jetzt die Tilden, dann sehe ich draußen alle Farben und drin halt nicht. Okay, also der Shop ist schon mal nicht so nice, hat nicht so sonderlich viel Auswahl, aber ist okay. Ich habe sie bestellt. Ich halte euch auf dem Laufenden, Freunde. Weiter geht's. Ich sehe alles so extrem knallig. Ich? Siehst du das so? Ah, so extrem knallig. Ja. Siehst du das so? Ja. Siehst du da unten bei dem Viertel den Unterschied zwischen den rechten und den linken, wo der vielleicht Traktor gefahren ist? Ja. Ja, das erst. Das erst. Es ist extrem rot. Das ist ja viel zu rot. Und sechs ist mal entscheidend Unterschied für die zwei Farben. Ja, das ist 101.
Dieses Vorher, Nachher sieht so lustig aus bei ihm. Boah, ist das Ohr. Boah, ist das Ohr. Die Richtung. Ich sehe da überall die Felder. Ah, jedes Feld ist anders. Ich sehe so viele unterschiedliche Grüntöne. Ich sehe sogar da, wo eigentlich hier nichts wächst, komplett krasse Unterschiede. Also das Grün da zum Beispiel ist komplett anders als das und das. Ja. Das ist normalerweise für mich alles genau eine Farbe. Boah, ist das Ohr. Alles. Du kriegst viel mehr Details. Für mich ist das normal, hier ohne Brille, alles ohne Farbe. Also alles eine Farbe. Und jetzt sehe ich da plötzlich, das ist ein anderes Grün als das und der Fleck. Digga, ich bin jetzt so gespannt, ne? Ich bin so gespannt, ob das bei mir funktioniert, ne? Ich kann es irgendwie nicht ganz glauben. Ich bereite das auf jeden Fall vor. Diese Farbtafeln, die ich gerade gemacht habe, die werde ich nehmen und die mit Brille und ohne Brille testen. Ich werde draußen das testen. Ich teste das mit Buntstiften. Ich teste das in allen verschiedenen Variationen und dann gucken wir mal. Ist anders als der Fleck. Der ist dunkler und viel grüner als das. Es ist, wirkt wahrscheinlich gerade zu komisch für euch, aber ich schaue mir gerade wirklich den Boden an, den verdammten Boden an und der schaut einfach komplett anders aus. Das gibt's nicht, das gibt's nicht, scheiße, scheiße. Ganz ehrlich mal, die Welt ist doch viel zu krass, da ist eine viel zu krasse Sättigung drauf. Also ohne Spaß, wer hat sich das überlegt? Das flasht ja richtig. So kannst du nicht durchs Leben gehen. Ich kann ja nicht so jetzt die ganze Zeit die Brille tragen, das würde mich... Und das Ding ist, man kann in so einer Situation, ich kann jetzt nicht zu euch sagen, ey, alle von euch, die Farben normal sehen, ich hoffe, das lehrt euch, es mehr zu schätzen zu wissen. Ihr solltet das zu schätzen wissen, wie krass farbig diese Welt ist. Nee, das kann ich euch nicht sagen, weil für euch ist das normal. Das ist nicht, oh wow, krass, jetzt wo du sagst, boah, die Welt ist wirklich voll farbig. Nee, das kennt ihr ja so. Also für euch ist es ja nichts Besonderes in dem Sinne. Deswegen, das ist so schwierig, das so zu erklären, wenn man das nicht selber hat. Also ich benutze ja immer als Vergleichsbeispiel chinesische Schriftzeichen. Ich spreche kein Chinesisch. Ich sehe dieses chinesische Schriftzeichen und ich sehe dieses. Die sehen für mich beide unterschiedlich aus, aber ich weiß bei beiden nicht, was sie bedeuten. Und so sehen für mich beispielsweise blau und lila aus. Ich sehe, das sind zwei verschiedene Farben, aber für mich ist das beides blau. Für mich ist beides einfach chinesisch. So, wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe die Bedeutung dahinter nicht. So versuche ich das immer so zu beschreiben, dass Leute verstehen, mein Gehirn erkennt Unterschiede, aber versteht diese Unterschiede nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Welt dann aussieht. Ich einfach irritiert. Da gibt es Synapsenexplosionen ohne Ende. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Videos von Leuten, die taub zur Welt gekommen sind, noch nie was gehört haben und dann kriegen die so ein Implantat rein und können plötzlich, meistens sind das dann so Kinder und die hören dann zum ersten Mal die Stimme ihrer Mama. Boah, die sind immer so emotional, diese Videos, Digga. Reizüberflutung. Ja, komplett. Das Haus doch ist rot, das ist ja richtig, what the fuck, wie rot ist das Haus doch? Das passt doch überhaupt nicht in die Umgebung rein. Ist das normal? Ja, das ist echt normal. Glaubst du, ist das so normal? Ja. Oder glaubst du, ist die Brille irgendwie zu heftig? Boah, der Baum, der da in der Mitte, siehst du, wie grün der ist? Der da. Der sticht halt heraus, gell? Ja, richtig. Schauen die sonst für die alle gleich aus? Sonst schaut das alles. Ja, also der Baum sticht heraus im Vergleich zum Rest. Ja, der Baum ist auf jeden Fall anders, aber keine Ahnung. Sehr ähnlich aus. Okay. Ist kein Eichhörnchen aufgelaufen. Okay. Ja, schau mal. Was? Von dem Baum. Zwar rechts von dem. Richtig grünen. Ah, ja, oh mein Gott, jetzt, ihr stimmt. Boah, ich hab sogar super Augen gekriegt. Richtig Superman-like. Du denkst nicht nur Farben, du denkst ab jetzt so jedes kleine. Ja, ich sehe jetzt ab sofort nicht nur Farben, sondern alles auch in 4K. Mit Zoom-Option. Boah, der ist richtig grün. Ich kannte es ja echt anders. Also glaubt jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie traurig oder depressiv die ganze Zeit war. Überhaupt nicht. Es war normal so. Von Anfang an, seit der Geburt, kannte ich das so nicht. Und von dem her war es auch beste Lebensfreunde, 40er Bizeps läuft. Aber so jetzt hier kickt das halt richtig rein. Weil ich es so noch nie gesehen habe. Zerplatzen. Zerplatzen. Sind sie drauf. Oh. Double Shot. Du siehst, geht's nicht. Nein. Da muss man schon 85 Kilo Muskelmasse da draufhauen. Hä?
Scheiße. Geh jetzt alle drauf gescheit. Jetzt wird hier gerade im Chat von Carpedy gefragt, gibt's einen Filter, der die Farbenblindheit quasi imitiert, dass die Normalsehenden sich das vorstellen können? Ja und nein. Es gibt so Darstellungen, die zeigen hier, es gab ja gerade zum Beispiel dieses Farbspektrum aus Sicht eines Deuteranopen. Das Ding ist, ja, dann seht ihr, wie ein Farbenblinder die Welt seht, aber andererseits denkt ihr dann, hä, das ist ja voll weird. Das kann halt dieses Gefühl nicht imitieren, weil für einen Farbenblinden ist das ja normal. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist nicht falsch, es fühlt sich nicht off an. Hä, komisch, du siehst die Farben ja viel blasser. Nee, eben nicht. Also ja, ich sehe sie blasser, als du sie siehst, aber es fühlt sich für mich nicht so an, deswegen nehme ich es so nicht wahr. Deswegen so ganz euch den Eindruck vermitteln, wie fühlt sich die Welt zum Beispiel für mich an, mit meiner Farbenblindheit oder für Sascha mit seiner, so wirklich genau diese Experience euch geben kann man nicht. Das ist nicht wie, du kannst dir vorstellen, wie es ist, taub zu sein, indem du dir die Ohren zuhältst und noch in einem komplett stillen, keine Ahnung, so, wisst ihr, was ich meine? Oder du bist unter Wasser und jemand ist ganz weit weg und ruft dir was zu und du hörst nur vielleicht gerade so ein So kann man es in dem Fall halt nicht machen, weil man sieht ja trotzdem alles und nimmt ja trotzdem alles wahr, nur fühlt es sich anders an und deswegen, ja, ist ja auch egal. Ja, dann sitzt ihr voll auf viel, Bier ist auf viel. Oh Mann. Autsch. Bin ich gespannt, wie es eigentlich dann mit den Augen ist und so. Okay, ready? Oh, er sieht sich seine eigenen Augen an. Oh mein Gott, das will ich auch unbedingt ausprobieren. Boah, ich muss mir eine Liste schreiben. Ich will das unbedingt auch ausprobieren. Zum ersten Mal meine eigene Augenfarbe so richtig zu sehen. Krass, Digga. Oder sich selbst. Oh mein Gott, ihr seht mich anders, als ich mich sehe. Ich meine, das ist sowieso schon immer so. Man sieht sich selbst ja eh anders. Aber holy moly, ihr seht mich ja anders, als ich mich sehe. Welche Farbe hat denn mein Bart für euch? Der ist doch so orangelich, oder? Seht ihr mich an? Oh mein Gott. Das realisiere ich gerade jetzt erst. Stimmt ja, actually. Ihr seht mich ja auch anders, als ich mich sehe. 3, 2, 1. Na gut, ich sehe die Augen gar nicht mehr dran. Habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Puh. Aber ich muss sagen, immer noch gleich sexy. Jetzt habe ich noch was. Farbpalette! Ah, ja, gute Idee. Und? Ja, das ist... Also sagst du, Schatz, das ist so arg. Ich sehe es da jetzt erst richtig. Da sehe ich ja alle Formen von weiß auf schwarz. Ich sehe alles. Das ist richtig boom in your face. Boah, wow, ist das schön. Und? Wie schaut das denn aus für dich? Venus! Venus! Du schaust ganz anders aus. Scheiße! Boah. Venus! Boah, er schaut komplett anders aus! Ernsthaft? Ja, komplett! Fendi! Boah! Was, Dora? Venus, was ist das? Bist du der Venus? Venus! So, da vorne, jetzt haben wir hier einfach mal einen richtig heftigen Sonnenuntergang am Start. Mein erster Sonnenuntergang sozusagen in der richtigen Farbe. Achtung! Boom! Wahnsinn! Digga, ich jetzt. Was, Bruder? Es gab nicht die Option, Expressversand zu kriegen. Jetzt will ich die gestern gehabt haben, weißt du? Rot ist es. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist, ich hab schon das mal gesagt, aber es ist... Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme jetzt hier teilen werde, weil ich glaube, an Emotionalität reicht das Video schon vollkommen, aber es ist so, es ist so wild. Du hast einfach, das sieht einfach komplett anders aus. Du hast echt entweder vorher komplett keine Farben drin, und plötzlich wirkt dieses Rot und dieses... Danke für den Sub. Boah! So extrem heftig. Ja, unglaublich schön. Ist einfach so spektakulär. Und es freut mich einfach. Wow!
Jetzt, wo die Sonne weg ist. Das ist etwas, das habe ich noch nie gesehen. Es heißt immer, ey, die Sonnenuntergänge sind zwar schön, weil die sind so orange, aber Sonnenaufgänge sollen krass sein, weil da ist dann der Himmel so rosa-violett. Ich habe noch nie einen rosa-violetten Himmel gesehen, der ist immer blau. Ist der Himmel beim Sonnenaufgang nicht blau? Weil da muss ich das unbedingt auch testen. Ja, sind sie. Oh mein Gott, das stelle ich mir krass vor. Rosa-violett. Also auf jeden Fall werde ich mir auch so einen Sonnenaufgang angucken, wenn ich die Brille habe. Jetzt, wo die Sonne weg ist, sieht man jetzt direkt so hinterm Berg komplett andere Farben entstehen. So richtige Schichten. Ja, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Bin gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr auch schon mal sowas erlebt habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare rein. Würde mich nämlich richtig interessieren, ob das jemand von euch auch schon mal getestet hat. Das ist echt extrem, extrem wild. Ja, das war's jetzt aber auch schon wieder, Freunde. Vergesst nicht, Prost ist Sascha 10 regelt. Vielen Dank für euren ehren Support an dieser Stelle. Das war mal ein kleiner privater Einblick in mein Leben. Kommt nicht so oft vor. Wollte ich euch aber auch mal gerne mit euch teilen. Das war's jetzt aber, Freunde. Macht es gut. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte. Ja, keine Ahnung. Sehr, 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 sehr starkes Video. Ultra starkes Video. Jetzt habe ich richtig Bock, die auch zu testen. Warte, ich logge mich einmal kurz in meinem Hauptaccount ein. Ein Video testen. So, Star Wars nochmal anschauen. Allein wegen der Laserschwertfarben. Oh mein Gott, dann verstehe ich endlich, warum alle sagen, Mace Windus Lichtschwert ist lila und der hebt sich dann voll ab von allen anderen, die ja blau sind. Weil für mich sieht der genauso aus. So eine emotionale Reaktion kann man nicht faken. Oh doch, glaub mir, Carpe Diem. Der Logan Paul hat das Ganze komplett gefaked. Genauso mit, genau hier. Oh mein Gott, oh krass, das sieht so krass aus. Oha. Und hat dann nachher auch zugegeben, dass es fake ist. Also es geht schon. Matti, bist du auch farbenblind oder warum hast du die Brille bestellt? Nee, ich habe die bestellt, weil ich nicht farbenblind bin. Deswegen habe ich eine Farbenblindenbrille bestellt. Ergibt Sinn, oder? Mann, ich habe da 80 Videos zugemacht. Guck die. Ihr habt den jungen Mann gehört. Hier geht es zum nächsten Farbenblindheitsvideo. Viel Spaß dort.